Top 6 der verheerendsten Tsunamis. Wissen Sie, was die größten Tsunamis der Welt waren? In diesem Artikel werden Sie einige der verheerendsten Tsunamis entdecken, die weltweit beobachtet wurden. Tsunamis werden als riesiges Wasservolumen beschrieben, das sich vertikal bewegt und durch verschiedene Ursachen verursacht werden kann, unter anderem Vulkanausbrüche, Erdbeben, Erdrutsche. Zu den zerstörerischsten berichteten Tsunamis gehören Portugal, 1755. Etwa 60.000 Menschen sind in Lissabon, Portugal, durch einen Tsunami mit Wellen von 6 bis 20 Metern gestorben. Obwohl der Seismograph 1842 erfunden wurde, wird geschätzt, dass dieses Erdbeben eine geschätzte Stärke von 9 hatte. Das Zittern dieses Erdbebens war bis nach Deutschland zu spüren. Indonesien, 1883. Es wird geschätzt, dass 20.000 bis 30.000 Menschen starben, als der Krakatau-Vulkan ausbrach und einen Tsunami auf den Inseln Java und Sumatra verursachte. Die Wellen waren von 15 bis 42 Meter. Japan, 1896. Schätzungsweise 28.000 Menschen starben, als ein Erdbeben der Stärke 8,5 Sanriku, Japan traf. Und einen verheerenden Tsunami mit 2,5 Meter Wellen verursachte, der den Pazifischen Ozean in weniger als 21 Stunden überquerte. Italien, 1908. Es wird geschätzt, dass zwischen 70.000 und 100.000 Menschen starben, als ein Erdbeben der Stärke 7,2 Messina, Italien, für mehr als 20 Sekunden traf und einen Tsunami mit Wellen von 13 Metern in der Straße von Messina auslöste. Chile, 1960. Das als großes Chile-Erdbeben, bekannte Erdbeben der Stärke 9,5 traf Chile und verursachte einen Tsunami. Dies verursachte den Tod von ungefähr 3000 Menschen, was den Verlusten durch das Erdbeben und den Tsunami entsprach. Indonesien, 2004. Schätzungsweise 228.000 bis 280.000 Menschen wurden getötet, als ein Erdbeben der Stärke 9,1 Sumatra traf und einen nachfolgenden Tsunami in 14 Ländern in Südasien und Ostafrika auslöste. Seine Wellen erreichten eine Höhe von 10 bis 18 Metern. Danke, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu liken und zu abonnieren, um mehr Inhalte dieser Art zu erhalten. Und erzähle es mir in den Kommentaren, kommen Tsunamis normalerweise auf deinem Land vor?